eine neue... In die Kamera. Migrationshintergrund hast. Hast du einen Migrationshintergrund? Oh nein, jetzt kommt wieder irgendwas Dummes. Schwarz. Hast du einen Migrationshintergrund? In die Kamera, was du einen Migrationshintergrund hast. Schwarz. Zeig dir ihr Handy-Hintergrund. Schwarz. Hast du einen Migrationshintergrund? Bro. Hast du einen Migrationshintergrund? Ja, wallah, ich hatte mich, aber ich hatte mich als Hintergrund. Jo. Ey, Leute, Bruder, schick mir zu. Als ob wirklich keiner weiß, was das Wort Migrationshintergrund heißt. Kommt gerne Clips über Instagram. Ey, bitte. Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss. Moin, mein Team. Moin. Den kenne ich noch gar nicht. Hä? Bro, von wann ist das denn? Die schmeißen das Ding einfach. So geht das beim Verladen. Koffer muss Dritte abkönnen. Der Koffer muss auch was aushalten. Und wenn dann irgendwann der Koffer am Arsch ist, so richtig kaputt gegangen ist, auf dem Fließband. Gottlos, wer lacht. Die Jungs müssen sich um das Essen kümmern. Michael will ein paar Müllsäcke kochen, ein Gericht aus seiner Heimat. Aber das wollen die anderen nicht. Stabil, Bruder. Bulgarisches Fahrrad. Wo hörst du das? Von Bulgaria, Bruder. Bruder, kennst du mich noch? Woher? Überleg mal. Darf ich mich gerade mal vorstellen? Vielen Dank. Es ist so schlecht, als ob das wirklich funktioniert, Alter. Mädchen im Club. Er redet auch noch wie diese typischen Girls aus Wien einfach. Ach so, das ist in Wien, okay. Er redet wie diese typischen Wiener Insta-Girls, Alter. Du kannst gar nicht unterscheiden, das ist einfach alles gleich. Die Spülmaschine, auch gut, mit etwas Koffein. Okay. Geh doch raus mit dem Nachbarskind spielen. Das Nachbarskind. Okay. King Kong gewonnen. Bro. Boah, wie das auch noch halt, Bruder. Das scheppert komplett. Wir wissen, was mir gerade passiert ist, ich schwör's euch. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber ich gehe gerade in die Badewanne und ich habe einfach vergessen, meine Zahnpasta aus meiner Hosentasche zu tun. Ich schwör's dir, Mann. Okay. Du? Nee, eben nicht. Neuen VW Käfer gesehen? Nein. Den kannte ich so noch gar nicht. Und diesen Schuh gar nicht an. Ja, mir wird ehrenlos hoch. So, ich kenne den immer nur mit diesem Kugeldach, ne? Richtig. Ja. Eine Freundin von mir hat den als Cabrio. Und der sieht irgendwie schon so ein bisschen sportlicher aus. Hat sich da was verändert? Ist das von Herbie auch so ein bisschen, dass ja, man jetzt sagt, man will wieder in die Rennstrecke? Da ist was draufgefallen und dann hat sich halt so ein bisschen in die Länge gezogen. Habt ihr das selbst dann wieder ausgebeult? Weil ich sehe jetzt nichts, wo was angebeult ist. Ja, das muss man können, ne? Ich habe eine Armee. Wir haben einen Hulk. Ich habe hier eine hölzerne Kuh. Ey, fliegen wir auf Trainingslager oder hast du Konzert dort? Das waren die Business, Alter. Kaiga, Shoda, Seal in L.A. Okay. Oh. Wühlmaus, Knopf oben, lange. Ey, bitte nicht schon wieder. Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion. Prostitution. Ey, warum kommt überhaupt so? Was ist denn mit Apo passiert? Warum kommen gerade diese ganzen Memes nochmal hoch vor 10 Jahren, Alter? Was ist denn passiert, dass es gerade so... Was passiert denn gerade aktuell? Maus? Wie alt bist du? TikTok hat ihn wiederbelebt. Ich weiß aber. Aaron sorgt für Recht und Ordnung. Oder diese Videos von Aaron früher waren noch richtig gottlos auf diesen Messen und so. Da hat die alle immer so ekelhaft hochgenommen. Nicht rauchen. Nein. Deine Eltern werden es mir danken. Was? Ich hab's nicht rauchen. Achso, Ehre. Deine Eltern werden es mir danken. Schutzgeld von letzten Monat. Im Jahre 8. Ey, das ist auch so ein King 1976 einfach. 1976
Er fand ein Türke das Kondom. Es wurde aus Ziegendarm gemacht. Im Jahre 1896 revolutionierte ein Brite diese Erfindung. Bro, aus Ziegendarm. Indem er den Darm vorher aus der Ziege nahm. Ich hatte ja gesagt. Muss ich lachen? Ich hab den Witz nie verstanden. Das ist ja das Problem. Du hast ihn nie verstanden? Nee. Das ist nicht so schlimm. Der erste Türke im Chat dreht schon durch. Ich finde den, Walla Moruk, ich hol mir den, ich rufe seinen Kopf, Moruk. Was ja, sagt der da? Der erste ist schon zu Hause vom PC aufgestanden, der hat den PC schon umgekickt. Walla, du Heuchler. Jens hat schon Geld verspielt, nee, ja. Als ich... Was? Früher hatte ich so eine Phase, habe ich meiner Mutter den Penis auf die Schulter gelegt. Ja, ja, furchtbar. Ich war nicht einfach ins Wohnzimmer, meiner Mutter den Penis auf die Schulter gelegt. Da war. Bruder, was? Ach, wie alt war ich denn da? 7 Jahre oder sowas? Jetzt mal. Komische Phase war das. Naja, nicht ganz sauber. Entschuldigung, Sie sind doch dieser Walter Frosch, oder? Ja. Ich kenne den Jungen schon jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. So, aber was haben Sie eigentlich schon in den Socken drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen. Nein. Warum hast du denn deiner Mutter? Ey, ich finde manche Sachen gar nicht so lustig, aber manche, ey, der haut manchmal so solche Banger raus, Alter. Bisschen. Nein. Warum hast du denn deiner Mutter bisher deinen Freund nicht vorgestellt? Weil er eine ganze Ecke älter ist als ich. Mama guckt schon. Die Frage ist ja naheliegend, nicht? Wie alt, fragt deine Mutter. 40. Oh Gott. Wer hat das früher immer geguckt? Hier ist der neue Freund von deiner Tochter. Herzlich willkommen, Andreas. Kuchen? Ey, ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen aus wie Kuchen-TV, oder? Ein bisschen. Exploring Hogwarts Grad. Harry Potter, Jeroen Vesirik, Albus Oligarchus Dumbledore, Lord Trumbo. Bro, von wem sind diese Bilder, Alter? Wie geht's dir? Der Arme wurde komplett hops genommen. Alles klar bei dir? Mir geht's gut, danke. Du, ich hab mal eine Frage. Und zwar dürfte ich vielleicht deinen Instagram-Namen haben. Ich finde dich mega hübsch. Ey, der Arme, hör doch mal auf damit, Alter. Ich versetz mich jetzt in seine Lage. Guck mal, der kann es gar nicht fassen, wie er sich freut. Ey, Bruder, hör doch auf, Alter. Das tut mir wirklich weh, Alter. Ich mein's ernst. Ich kann darüber auch jetzt nicht lachen. Nee, wirklich nicht. Es ist wirklich nicht funny. Du verarschst mich doch, oder? Nee. Okay, ich schreib rein, okay? Oh mein Gott, wie schlecht dieses Nee war. Bro, dieses Nee war einfach nicht mal von ihr, sondern dieser Typ dahinter. Nee. Und der... Nee. Okay, ich schreib rein, okay? Oh nein. Ja. Abu! Junge! Junge! Er schreit. Der Bri gibt sein Bestes. Bro. Glas Cola ein, doch die Cola schäumt wie Sau. Entweder ihr schafft es kurz vorher aufzuhören. Dieser Trick hat mein Leben verändert. Oder die Cola läuft einfach über. Boah, das war immer Challenge, ne? Das war damals noch, wo ich mich ungesund ernährt habe. War das wirklich eine Challenge mit der Cola. Aber jetzt aktuell trinke ich ja nur Wasser. Doch auch hierfür gibt es einen genialen Trick, der dafür sorgt, dass eure Cola nie wieder schäumt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch etwas Whisky in euer Glas zu kippen. Welche Marke ist übrigens völlig egal. Und nun kippt ihr die Cola drauf. So bad, Alter. Und wie durch ein Wunder korrekt. Schäumt die Cola. Ja, ja, Cola Baba. Kein Stück Baba. Mehr. Hast zwei Whisky Cola, aber egal. Hauptsache schäumt nicht mehr. Stefan, du trinkst das. Dein Baba kommt ins Zimmer. Ach, der gibt dir einen Hund. Was machst du da? Baba, ich wollte nicht, dass sie schäumt. Ich wollte nicht, dass sie schäumt, Baba. Was ist da? Bruder, komm mal weg. Du bist auseinandergenommen. Ey, warte. Все будет в клетке, пацаны, пацаны. Ey, die zwei sind auch anders. Pass auf. Alter, scheiß Weihnachten. 5 Millionen Leute haben diese Geschenke gekauft. Jeder hat sich so unendlich lieb, Alter.
Guck dir deine Nummer an. Ey, du denkst auch, du wärst Eminem, oder? Ey, du denkst auch, du wärst Eminem. Wow. Jetzt lieber nur ein. Oh nein, Bruder, kack doch nicht rein. Alter, lass mich dann besser. Frohe Weihnachten! Guck mal, die abgeworfen hat. Frohe Weihnachten! Jetzt lieber nur ein, Alter. Vielleicht bin ich dann besser. Frohe Weihnachten! Beim Kieferchirurgen, wisst ihr? Warum? Ey, der Arm ist ja anders frustriert, Alter. Ist das nicht dieser Schoko? Ist das nicht dieser Schokodrink für immer? Danke, Mac! Gestern von der Operation zurückgekommen und hab mir wirklich gedacht, hey, die Anschwellung ist doch gar nicht so schlimm. Was ist denn, ne? Das Ganze wird innerhalb vom kürzesten Zeitraum wieder vergehen. Und er meinte so, ja, wenn Sie das und das Medikament vorhernehmen. Boah, Weisheitszahn hatte ich auch, 2 Stück. Unten wurden mir abgenommen. Stimmt, nicht so schlimm. Hast immer noch die Schwellung. Ja. Morgen ist nice, ne? So. Gut.